Hoi, hoi. So. Wow, warum ist denn das heute so flüssig? Strange. Egal. So, es sieht jetzt so aus, dass ich es endlich geschafft habe, hier einige Dinge zu erledigen. Meine Planierarbeiten sind endlich fertig. Ich muss nur halt noch schauen, ob das so funktioniert, wie es da ist. Denn da gibt es noch so einige Lücken, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt klappt. Nee, warte mal. Das nehme ich mit, das nehme ich auch mit. Es ist auch so, dass dieses eine Loch, was ich da so befürchtet, also bei dem ich immer noch befürchte, dass es zusammenbricht, dass das immer noch da ist und ich nicht weiß, ob das dann halt nachher aushält. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt überhaupt da überall noch eine Mauer drauf setze und ein Haus und überhaupt und sowieso und generell. Es bleibt spannend, was aus diesem Ding wird. Okay. Er sagt mir, dass der Stream an ist. Ich hoffe mal, das entspricht der Tatsache. Ich werde mal sicherheitshalber nochmal schauen. Okay, dauert noch 30 Sekunden oder so, bis ich das sehe. Derweil dürft ihr mal meinen Desktop bestaunen. Okay, da bin ich. Verstecken wir das mal wieder. Gut. Wieder ein bisschen ruckliger hier. Man kann wahrscheinlich an der Vorhaut. Ja, klar. An der Vorschau liegen. Die ich normalerweise benutze, um zu sehen, ob ich in der Kamera bin. Ja, momentan ist leider noch nichts zu sehen, aber das wird gleich so sein. Da bin ich. Okay, sieht gut aus. Alles klar. So, jetzt ist es soweit. Ich kann anfangen, endlich mein Haus zu bauen. Und ich werde anfangen, da oben erst einmal so kleine Dinge hinzupacken. Zum Beispiel mal eine Kiste oder sowas, die ich da in die Ecke pflanze, damit ich ein paar Gegenstände dort auslagern kann. Die werden da aber nicht ewig stehen. Also die werde ich später dann umräumen, sodass sie entsprechend in mein Lager passen, das dann in mein Haus kommen soll. Fürs Erste werde ich jetzt einmal ganz kurz nach da oben gehen und mal zeigen, was ich bisher schon gemacht habe. Und zwar, ja gut, das Loch hier vorne, das ist kein wirkliches Loch. Wenn ich jetzt hier mal die Wooden Frames nehme, dann kann ich das auch direkt mal ausplanieren. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Da sieht man, schon ist hier der Buckel weg. So, was ich gemacht habe, ist jetzt hier diese Ebene halt komplett mit, also gewartet, bis hier Gras wächst und dann hier vorne ein paar Zäune hingepackt. Man kann hier immer noch drüber, das heißt, man muss hier nur einmal hüpfen und ist dann hier hinter. Aber es reicht schon mal so als optische Absperrung, damit ich weiß, wohin ich bauen kann und was ich hier tun muss. Und wie man sieht, ich habe hier reichlich Platz. Also das wird richtig geil. Voraussetzung natürlich, dass das Zeug überhaupt hält. So, wenn man dann hier oben auf der Mauer steht, ich kann es mal ganz kurz vormachen. Also wenn jetzt hier so eine Dreierhöhe ist, gibt es auch keine Probleme damit, irgendwas zu sehen. Ich werde jetzt allerdings trotzdem, glaube ich, nochmal ein bisschen Erde brauchen, weil irgendwo war nämlich noch ein kleines Loch. Da fehlte noch ein bisschen Erde. Scheint hier aber irgendwie nicht mehr zu sein, obwohl es da angezeigt wird. Wahrscheinlich ist das einfach nur das überbaute Loch hier. Das kann sein, dass das hier vorne war. Gut, dann ist wohl doch alles richtig. Wie dem auch sei. Kommen wir mal zu den Dingern hier. Ich werde einfach mal hier so einen kleinen Stack umwandeln. Das ist 56, dadurch sollte... Ja, da, das reicht erstmal. Und dann gucke ich mal, dass ich da, wie gesagt, die Kisten draus mache. Dann muss ich sehen, ich brauche wieder Steine, brauche wieder Öfen und ich muss haufenweise Beton herstellen. Haufenweise Beton kriege ich nur, wenn ich haufenweise Steine habe und haufenweise Steine kriege ich nur, wenn ich irgendwas abbaue. Auf unserem meinem letzten Ausflug habe ich ja dann nur mitgekriegt, dass da hinten das Gebäude, das ich da gesehen habe, was angeblich ein Shop war in den Städten, doch nicht so ganz richtig ein Shop war, den ich gehofft hatte,
Deutsch, ne? Ist im Arsch. Ja, mein Sprachzentrum ist wohl heute Morgen irgendwie nicht aus dem Bett mitgekommen. Was soll ich sagen, dass von dem ich gehofft habe, dass es ein Handwerksshop ist. Das ist eigentlich der ursprüngliche Satz, den ich in meinen Gedanken hatte. So. War er leider nicht. Sondern es war ein Waffenshop. Das heißt, ich habe auch keine Kettensäge, keinen Bohrer bekommen, keine Nagelpistole. Ich habe eigentlich nichts. Alles, was ich habe, ist im Grunde genommen das, was ich mit der Hand mache. Positiver Nebeneffekt. Ich habe allerdings noch ein bisschen Kaffee jetzt inzwischen geschafft. Das heißt also, es ist nicht alles verloren. Siehst du, morgen ist ja Tag 9 und ist schon wieder fast... Ach, scheiße. Na, ich kann aber schon mal anfangen. Das brauche ich, das habe ich. Also wenn ich hier vorne ein bisschen davon und dann da, und dann müsste das schon wieder hinhauen. Ich muss nur noch mal gucken, wie macht man denn bitte schön einen Zementmold? Bing, 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 bing. Danke. Zehm. Einfach nur eine Viererkette. Okay. Erst einmal Forge. Komm, zicken wir nicht. Machen wir gleich vier Stück. Dann gehe ich nochmal fix runter, weil ich brauche noch ein bisschen Lehm. Ich habe oben nicht mehr genug. Aber davon haben wir auch reichlich da oben drauf. Also das ist hier ein kleines Paradies jetzt. So, ich glaube, ich weiß, warum es hier so flüssig läuft, weil hier überhaupt keine Zombies mehr sind. Warum auch immer. Oder es liegt daran, dass ich jetzt wieder nach London streame. Ist jedenfalls witzig. Also, die Verbindung zu Amsterdam, Frankfurt und noch irgendeinem anderen europäischen Server ist total im Arsch. Das ist, also, Minimum Ping 250, wenn ich Glück habe und mal eine Sekunde erwische. Ansonsten, das ist, also, ich weiß nicht. Also, mein Latein ist am Ende. Ich weiß nicht, was es soll. Prag, Paris, London, unter 20 in Millisekunden. Whatever. Leider gibt es da natürlich Probleme mit Leuten, die aus Deutschland zugucken wollen. Oh, hier sollte ich nicht runterfallen. Die haben nämlich dann Probleme, dass es die ganze Zeit rumbuffert. Ich weiß noch nicht so genau, was ich dagegen tun kann, weil es auch nicht bei allen so ist, sondern nur bei einigen. Irgendwo im Internet standen so ein paar Tipps, wie man das machen kann. Da gibt es dann irgendwelche Proxy-Teile, die man da erledigen kann. Irgendwelche anderen Geheimtipps, die man benutzen kann. Irgendwelche Programme, die man runterladen kann. Irgendwelche IPs, die man sperren soll. Bei mir hat es damals überhaupt nichts gebracht. Ich habe trotzdem nach London nicht wirklich gut gucken können, als ich nur die 16.000er-Leitung hatte. Oder die 6.000er-Leitung damals in Senftenberg. Was jetzt so ein bisschen mehr trotzdem geht. Hier ist ein Glasjar. Achso, das habe ich gerade fallen lassen, weil ich keinen Platz im Inventar hatte. Guck mal hier, Fenster. Und scheiße. ja, im Grunde genommen kann ich nicht fallen lassen. Scheiße, auf der Glasjar. Glasjar, genau. Doch, ist Glasjar. Naja, aber man weiß, was ich meine. So, 36, 8, 16, 24 reicht. Halt. Ja, reicht. Dann muss ich mal gucken, wie viel Zement ich jetzt über die Nacht schaffe. Aber es ist ganz praktisch, dass das Ding da ist. Dann kann ich mich da gleich den Stein abbauen. Ich habe zwar vor, oben bei mir auch so einen Mineneingang zu machen, dass ich dann quasi in meinen Berg hineinbaue. Den werde ich jetzt aber dann noch nicht direkt einbauen. Das mache ich dann, wenn alles fertig ist. So, da hinten sind noch zwei Steine. Die nehme ich mal noch fix mit und dann da den auch noch. Und dann gucke ich mal, dass ich wieder nach Hause komme. Habe ich 142.
Genau 4. Müssten dann 4 übrig bleiben. Nach meiner Rechnung sind es 32, 36 habe ich bekommen. Dann bleiben 4 übrig, ja. Ich muss noch kurz überlegen. Ich glaube, man kann auch mit Destroyed Stone irgendwas machen, um an Koppel dran zu kommen. Nur habe ich jetzt allerdings nicht überall Destroyed Stone. Hier vorne ist zwar immer ein bisschen, wenn man die Wände jetzt hier kaputt macht, kann man daraus was machen. Hier eigentlich ist nachgewachsen. Nichts. Nichts. Willst du mich verarschen? Whatever, ich muss nach Hause, bevor die anfangen zu rennen. Irgendwie so, irgendwas bla bla bla. Fahren verloren. Klappe halten. Ich habe gerade irgendwie echt... Naja, das ist aber normal bei mir. Das sollte man schon gewohnt sein, wenn man mich jetzt mehr als einmal geguckt hat. Okay. Gott sei Dank kann ich den Clay da oben ein bisschen stapeln. Saufen. Drehen wir die ganze Sache wieder um und da ist der Rest Clay. So, das brauche ich alles. Die Iron Fragments kann ich direkt eigentlich mal einschmelzen hier. Die pflanze ich später hin. Ja. Achso, ja. So, hier mache ich dann halt nur noch Zement. War vollkommen übertrieben, weil ich gar nicht mal so viel brauche und wahrscheinlich brauche ich das überhaupt gar nicht. Kann ja mal ganz kurz gucken. Kobbel. Kobbel. Kobbel Stairs. Kobbel. Cobblestone Rocks. Doch, da brauche ich Zement für. Und entweder Destroyed Stone oder Large Stone, also ein Stone Stone. Das heißt, die kleinen, die kann ich wirklich nur benutzen, um jetzt Zement herzustellen. 18. Mach ich erstmal nur 2. So, das dauert auch gar nicht mal so lange. Der braucht länger. Ja, ich sehe auch wieso. Okay, damit ich Platz wegkriege, mache ich die hier mal direkt nochmal drin und dann ist erstmal gut. Jetzt gehen wir mal in Deckung. Das Scrap, das wollte ich, glaube ich, noch erstmal wegstecken. So. Mal ein bisschen sortieren jetzt schon mal. Das ist was zu trinken. Das kommt hier mit hin. Die brauche ich da gar nicht. Okay. So, hier müsste Wasser drin sein. Da ist Wasser drin. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als irgendwie doof rumzuwarten. Da ist der Mond gerade aufgegangen. Das nehme ich mal lieber mit hier, wa? Die brauche ich gerade nicht mehr, aber ich kann halt auch noch ein bisschen reparieren. Da kommen sie doch schon wieder. Ja. Was soll ich sagen? Ne, machen wir das mal lieber so, sonst verbrät er die anderen auch noch. Na, die Klapp. Was soll's hier? Gut. Dann kommen die wieder dahin. Dann machen wir mal ganz eben... So. Dann müsste die auch wieder heile sein. 106 Pfeile müssen, Bolzen müssen eigentlich auch reichen. Naja, okay, nicht ganz heile, aber es reicht. Dann noch ein bisschen Erde. Die können dann da oben gleich wieder hin. Und jetzt muss die Nacht rum. Oder, und ich muss irgendwie an das Destroyed Stone rankommen. Sehr viel gibt es hier nicht, das weiß ich schon mal. Aber ich hoffe ja immer noch, dass ich so ein bisschen die Gebäude auseinandernehmen kann. Was war das denn? Hat ein Hund? Hä?
Geh nochmal raus. Okay. So, jetzt wäre es natürlich praktisch gewesen, hätte ich das Licht nicht angemacht. Dann könnte ich auch mehr sehen. Aber es scheint tatsächlich nicht allzu viel los zu sein, weil ich habe super Framerates. Es läuft total flüssig hier. Ich weiß nicht, was los ist. Das Einzige, was ich tatsächlich gemacht habe, ich habe bei mir die Vorschau ausgemacht. Die CPU sagt auch, die rennt ordentlich. Also weiß ich nicht, was los ist. Keine Ahnung, Leute. Aber es kommen auch irgendwie keine Zombies jetzt, ne? Totenstille hier. Wie gesagt, das mag irgendwie damit zusammenhängen, dass ich jetzt so eine gute Framerate habe. Einfach nur die Tatsache, dass da so keine Zombies sind. Aber ich höre gerade einen. Oder bin ich das gewesen? Aber hier läuft doch irgendwas lang. Da vorne. Aber es ist nur ein Einzelner. Hm. Na gut, was macht denn der Zement? Hier ist der Brennstoff. So, jetzt muss ich mal noch mal ganz kurz gucken. Cobblerocks. Also einen großen Stein. Da kriege ich 8 raus, glaube ich. Damit kann ich ein so ein Ding füllen. Ach, wisst ihr was? Ich kann ja eigentlich schon mal das machen. Dann kann ich mir nämlich die Frames schon mal herstellen. So, ich glaube, jetzt kommt die Horde. Scheiße. Nee, das sind auch nur einzelne Zombies. Ich weiß es nicht. Ich will die jetzt aber auch nicht bekämpfen, weil das bringt nichts. Dann prügel ich mich da nur unnötig mit... Hier, guck mal, hier hätte ich das Ding auch einbauen können. Hätte ich gleich Licht gehabt, dann prügel ich mich nur unnötig mit denen und... Dann geht hier wieder alles kaputt und die kommen her und... Und all die ganze Scheiße. Deswegen lasse ich das einfach mal jetzt. Und versuche die Zeit einfach so rumzukriegen. Warte mal, ich kann mir eigentlich noch gleich mal... Hier, mal, ich habe 17 Stra... Ach so. Wo kriege ich jetzt noch am besten Stoff her? Ach. Machen wir das ein andern Mal. Dann hätte ich das nämlich schon mal reparieren können. Die Taschenlampe kann ich eigentlich auch mal irgendwann wieder wegkloppen. Ansonsten... Kann hier nicht wirklich was machen. Na schön. Ich kann den Dingern hier beim Tickern zugucken. Warte mal hier. Cobblestone Frame. Dafür brauche ich... Ach scheiße, jetzt habe ich das abgebracht. Oh, ich werde so viele verdammte Stöcker brauchen. Das ist echt nicht mehr... Das Problem ist, ich kann diese Frames auch wirklich nur... Oh, jetzt muss ich kämpfen. Guck mal, einer ist schon mal kaputt gegangen da unten. Der hat das nicht überlebt. Jetzt prügeln die da draußen wieder drauf rum. Okay, das... Was geht denn hier ab? Ich muss nach oben.
Und ich habe natürlich immer noch den gebrochenen Fuß hier. Das ist sehr praktisch. Lala. Kommt schön zu mir. Natürlich kann ich damit nicht wirklich gut schießen. Hm. Lieber wieder ein bisschen reparieren gucken. Sieht noch gut aus hier. Nee. Scheint irgendwie eine zweite Wand noch zu sein, also eine zweite Schicht, bevor die da erstmal durch sind. Soll mir recht sein. Hier ist auch nichts kaputt. Da dürfen sie gerne reinfallen. Muss nur aufpassen, dass sie da die unten die eine Schicht nicht kaputt hauen. Hier kann ich auch nichts reparieren, weil diese komische Dingens davor ist hier. Kann ich mir hier mal vielleicht ein Fenster reinhauen? Ja. Na Gott sei Dank, so Tag. Ich vorher schon tun sollen. Das sieht alles noch gut aus hier. Ich glaube, der Beton ist echt gut. Na gut, hier nicht. Willkommen zurück und guten Abend. Da war doch noch eine Lücke. Genau. So, jetzt müsste ich hier. Ist gerade auch, glaube ich, der letzte gestorben. Ah ja. Wo bist du? Ah, hier. Blöde bei denen ist, sie haben tatsächlich normale Fußgeräusche, also Schuhgehgeräusche, und das ist ein bisschen irritierend. Besonders wenn man bedenkt, dass sie gar keine Füße mehr haben zum Gehen. Also die haben sie schon, aber irgendwie benutzen sie die nicht. Deshalb auch immer. So, also mit Beton überstehen wir die Nacht. Zumindest in der Einstellung hier. So, jetzt ist ja nun natürlich wieder alles voll mit diesen Kackviechern. Ach, was soll's. Sollen sie hacken, da kommen sie nicht rein. So viel steht schon mal fest. Deswegen leuchtet auch, sonst schade. Aber jetzt, guck mal. Allgemein habe ich sehr viel Glück mit dem Gebäude gehabt, weil ich habe elektrische Lichter davor, die alle leuchten, ne? Problem ist halt nur, das Ding kannst du nicht wirklich bewohnen. So. Jetzt machen wir mal hier weiter. Derweil gehe ich ein paar Steine hauen. Ach nee, warte mal. Ich habe hier vorne ja noch Destroyed Stone. Da komme ich ja schneller ran. Muss ich aber nochmal schauen, ob es besser geht mit Schaufel oder mit Spitzhacke. Ah. Spitzhacke ist okay. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber ich denke mal nicht, dass ich damit weit kommen werde. Aber sowas hier, wie gesagt, also wenn ich mir dann solche Platten vor die Mauer hänge, wird es dann nochmal richtig befestigt so. Also das wird dann ordentlich.
Nicht nur, dass der Koppel schon sehr viel aushält. Ich glaube, der hat überhaupt 3 oder 4 Stufen, die erstmal kaputt bauen müssen. Die alle fast so stark sind wie Beton oder Stahlbeton. Also auf jeden Fall sehr, sehr stark. Dann kommt noch das hinzu. Und bevor die da durch sind, müssen die erstmal diese Dinger kaputt machen. Und dann, oh, das wird echt hammerfest. Ich glaube, da muss ich den Spawn aber hochstellen. Zumindest solange ich zu Hause bin. Ansonsten wäre es unfair gegenüber den Zombies. Haha, nicht. Okay, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Iron Scrap. Darunter ist Sand, den man wohl nicht benutzen kann. Also Unfertile Sand oder so ähnlich. Müsste das heißen. Ja, es lohnt sich aber auch nicht, das abzubauen. Ne? Immer nur ein Scrap. Ist nicht viel. Wo ist er denn? Ach, hier. So, 28. Bisschen Zement habe ich ja schon. Mal schauen, was ich daraus kriege. Ansonsten, ja, gut. Bleibt mir nichts anderes übrig, als da hinten dann stundenlang irgendwelche Steine aus der Wand zu hauen. Wenn ich dann nämlich später irgendwie die Mauer erstmal fertig habe, fange ich da auch richtig an zu bauen, dann stelle ich meinen ganzen Kram da auch rüber. Dann nehme ich hier alles raus und stelle es da hinten hin. Bis auf die, die bleiben natürlich drin. Weil die bringen mir auch so nichts. Okay, wie viele kriege ich? 112. Ist nicht sehr viel. Gut, ich habe noch ein bisschen Kaffee dabei. Dann rein. Den wollte ich zerlegen. Ja, gut. Da müsste ich eigentlich genug haben, um erstmal ein bisschen abbauen gehen zu können. Was machst du denn da? Ah, da. Dann haben wir noch einen Inventarplatz hier. Und los geht's. Bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mal, wenn ich da hinten clever grabe, dürfte ich eigentlich auch direkt schon an ein paar Ressourcen rankommen. Ein bisschen Blei für die Schrotflinte wäre nicht schlecht. Oder generell überhaupt mal ein bisschen was. Im Moment laufe ich ja, wie gesagt, also ich, alles, was ich an Munition habe, habe ich nur gefunden. Achso, du meinst diese Reihe, die ich da oben gebaut habe, die habe ich schon weggemacht. Das ist alles schon, das ist gewachsen und das habe ich dann abbauen können. Also das ist ja, du guckst ja quasi schon relativ weit in die Zukunft, wenn du so willst. Ach, die treffe ich sowieso nicht. Denn ich habe hier oben das Ding schon beendet. Ich habe da einen Zaun drum gezogen, da ist schon Gras drauf gewachsen. Hier, alles schon fertig und baufertig. Was ich jetzt brauche, ist Zeug für meine Mauer. Und dann kann ich da eigentlich quasi loslegen. Wie genau ich das jetzt dann da hinten einrichten werde, weiß ich noch nicht. Das mache ich dann spontan. Ich kann mir ja dann aussuchen, wo ich jetzt da das Beet hinpacke, wo ich mein Haus hinstelle. Aber ich denke mal, das Beet kommt vor das Haus. Das Haus kommt dann quasi am weitesten nach hinten. Jetzt hätte ich mir mal die Schaufel mitnehmen sollen. Na gut, eine provisorische Leiter tut's auch. Okay, Ressourcen sehe ich jetzt hier aber nicht. Natürlich doof. Gut. Macht er noch? Nee, der macht nicht mehr. Was könnte ich denn da nehmen? Ja, ich das hier umwandeln. Dann mache ich da draus nochmal ein paar Stöcker. Und dann hoffe ich mal, dass das reicht, um die ganzen Cobblestone-Frames da hinzubasteln. Eins muss ich jetzt aber noch... Ach nee, das kann ich nicht. Ich bin, also ich habe aus 28 118 Dingens gemacht.